Hallihallo, hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Wieder mal ein Biberfelde, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, joa, machst du nochmal eine Biberfelde-Folge, denn es wurde sich jetzt schon relativ oft gewünscht, dass ich mal einen Gefahrguteinsatz mache. Ich habe mir jetzt überlegt, ja, kommst du dem Wunsch einfach mal nach, machst das einfach mal, so ein Gefahrguteinsatz. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Ich habe auf einen Satz Stopp. Daher drücke ich da jetzt einfach mal rauf und wir sehen, was passiert. THVU schwer, Verkehrsunfall, Lage unbekannt. Auf der Autobahn. Okay, als erstes die 4, die BAB-Pol. Denn Wache 2 mit dem Rüstzug, bitte. Von hier aus kommt Wache 4 noch. Wache 4. Denn aus Wache 4 der ABC-Erkunder. Aus der Wache 3 TLF und Dekon P. Fahrzeug nicht einsatzbereit. Okay. Hier brauche ich jetzt einmal den hier. Mit dem Abi-Gefahrgut. So, zack, 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 zack. Bevor sich da ein zu langer Stau bildet. Ich brauche Platz. So, komm, 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 komm. Du kannst schon mal dich hier postieren. Ja, RTW, geile Action. Geile Aktion da, ne? So, komm. So, ich arbeite den jetzt ganz in Ruhe ab. Würde ich jetzt einfach mal so B und haupten. Stellt sich dahin und hält den Verkehr an. Du kannst dich schon mal mit Pylone ausrüsten und ja. So, Rüstzug. Der Rüstwagen stellt sich nach hier. Die Einsatzleitung wird hier oben stattfinden. Weit weg vom Geschehen an der Brücke. Wird die Einsatzleitung passieren. Ihr stellt euch nach da unten, weil vorbeugenden Brandschutz und so. So, ist die 4 schon da? Ja, die 4 ist schon da. Erstmal LF in Bereitstellung und ihr nach da. So, du. So, damit ihr keinen Platz verschwendet. Absetzen. So. Zwei Mann und der PA, bitte. Du gehst, ja, machst Pumpe. Du stellst dich nach, hier. Zack. So. Hier hätte ich jetzt gerne Chemikalien-Schutzanzug, aber vorher muss... Kann der das machen? Ja, kann er. Entzündbarer fester Stoff, der heftig mit Wasser reagiert, wobei brennende Gase entweichen. Keine Löschversuche mit Wasser oder Schaum. Weiträumig absperren, okay. So, absitzen. Was gibt's? Erkunden. Geh mal hin da. So, du gehst erkunden. So, ihr unter Chemikalien-Schutzanzug bitte. Ach, scheiße. Doch, da, klar. Zwei Mann. Ja. Sicherheitshalber unter CSA. Ich muss die da noch wegkriegen. Das mache ich am besten, indem ich einmal die Spur sperre, weil dann sind die einmal alle weg. Höre. Oh Mist, eine Gefahr, bitte tun! Oh Mann, ey. Leg mir doch. Ja, das sieht gut aus. Hehe. Das ist ja geil. So. Ist ein bisschen leise für mich hier. Ist auch keine Musik im Hintergrund. Gut, wir haben noch keine Verletzten. Du komm mal nach hier, bitte. 26. Gut, der Dekon P ist da. Der Dekon P stellt sich bitte hier hinten auf. Ab dafür. So, wie gehen wir weiter vor? Könnt ihr da irgendwas machen? Tor öffnen, schließen? Nein. Ja. Was kann ich denn da noch alarmieren? Guck ich mal. So, du kannst eigentlich auch nach hier unten fahren.
und du baust dich mal auf. Was kann ich denn da noch ELW abbauen? Ja, ich brauche erstmal den den Abi Gefahrgut, würde ich fast behaupten. Und dann weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Da steht ein Blitzer! So, da sind... ist ja scheinbar auch keiner drin. Oder was? Ich traue mich da aber auch nicht ran. So. Ganz einfach. Na, TLF, kann ich dich mittlerweile alarmieren? Ja. Sehr schön. So, absetzen. Kannst du irgendwas machen? Nee, auch nicht. Gebäude-Evac. Oh, die stehen jetzt da ein bisschen im Weg. Steig mal ein. Ich fahre den kurz beiseite. Aber nur kurz. Na komm. Na komm, fahr weg. Fahr weg. Fahr weg. Und dann drehst du bitte wieder um. Toll, jetzt stehen die beiden da im Weg. Und der Dekon. Ach, Leute. So. 26. Ist klar, auf der anderen Spur ist natürlich 26. auch irgendwas. Oh Mann, was ist denn das hier? Leco mit mir. 26. So, du. Nach da. Zack. Dann baust du dich erstmal auf. November. Ja, oder fährst sonst wohin. Ach ja. Was gibt's? Eins. Mach ich mal das hier in der Zwischenzeit. Das ist auch kacke, dass wenn man die eine Spur räumen lässt, sag ich mal. die dann einfach so auch auf einer anderen Spur kreuz und quer fahren. Weil, wisst ihr, was ich meine? Hier, das hier, ne? Das. Oder das hier. Da bildet sich hier jetzt ein riesenlanger Verkehrsstau. So, und wie gehe ich jetzt weiter vor? Das ist jetzt die Frage. Der explodiert jeden Moment, oder was? Kann ich den einfach so... Ich brauche mal... Schade, dass es nicht so geht. Das wäre manchmal auch gar nicht mehr so unpraktisch. Das probiere ich jetzt erstmal aus. Ich glaube aber, bis der da ist, ist der hier wesentlich schneller da, oder? Geh mal hin. Geh mal hin. Sei mutig. Geh mal hin. Oh, nee. So, der hier bringt einem ja auch überhaupt nichts. So richtig bringt der ja einem was. Toll. Wie Dichtmaterial brauche ich nicht. Das ist scheinbar... Ja, keine Ahnung. Geht das runter? Weiß es nicht. Ich kann mit dem ja auch nichts machen. Ja, abtransportieren am besten. Ja. Geht nicht. Ich rufe einfach mal ein. So, du gehst da jetzt mal ganz schnell weg. Was muss ich denn da damit machen? Ich bin gerade hoffnungslos überfragt. Oh, eine Fliege. Ich bin gerade wirklich hoffnungslos überfragt. Was brauche ich denn dafür? Könnt ihr noch irgendwas Besonderes? Bau mal auf. Oh. LF steht im Wasser. Bau mal wieder ab. LF, Gruppenführer bitte einmal. LF nach hier. LF, go. Und du aufbauen. So. So, jetzt ist die Frage. Was könnt ihr? Nichts. Das ist gut. Ihr könnt da reingehen. Das ist auch nicht schlecht. Sind wir, wo sind meine CSA-Leute? So, warte mal. Ihr beide steigt noch aus und ihr steigt auch aus. Hier hätte ich jetzt gerne die beiden P. Das versuchen wir nochmal. So, das versuchen wir nochmal. Sehr schön. Die beiden PA-Träger, könnt ihr da irgendwas machen? Auch nicht. Ah, was macht man denn da? Dichtmaterial. Oh, holt euch mal Dichtmaterial. Von wo? Hol dir mal Dichtmaterial. Von wo? Ich kann mir kein Dichtmaterial holen. Achso, der AB-Gefahrgut ist noch nicht da. Vielleicht ist da ja irgendwas drauf, was mir hilft oder so. Ich habe gerade aber wirklich überhaupt gar keinen Plan, wie ich da den wegkriegen soll. Ah, Leute, helft mir! Helft mir! Ah, Mann, Mann, Mann. An sich müsste ich ja die Gegenspur auch einmal sperren. Genau, dafür habe ich jetzt die hier. Ihr fahrt mal nach da, bitte. Ich mache jetzt einfach mal einmal komplett die Autobahn dicht. Auch wenn ich das nicht mag, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das hier mit Stau viel besser.
Komm, quäl dich da durch, du schaffst das. Komm. Komm, schreib dich nicht ab. Guck mal, wenn ich jetzt die westliche Spur einmal sperre, ne? Das ist jetzt diese hier. Westliche und östliche Spur habe ich jetzt gesperrt. Die hier lasse ich so, weil da ist jetzt ein Stau. Die könnten ja theoretisch hier abfahren, sind aber auch, glaube ich, weit genug weg. Bin unterwegs. So, da kommt der. Da kommt der angerauscht. Du postierst dich hinter dem LF. Ja. Ihr in den CSA-Anzügen, verpieselt euch mal bitte. Du lässt bitte dein Blaulicht an. Auch wenn das hier an sich fährt eh gerade nichts. Außer die da drüben und die fahren ein bisschen merkwürdig. So, positionieren. Und absatteln. Und runter mit dem Ding. Umweltschutz. Ja, wie gehe ich da jetzt vor? Tor öffnen, schließen. Hol dir mal eine Axt. Alles klar. Und Dichtmaterial. Gibt's hier aber nirgendwo. Da gibt's Dichtmaterial. Du hast ja jetzt eine Axt geholt. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Bringt mir das was? Nein. Gut, denn... Ah, doch, guck mal da. Leck abdichten. Ach nee, bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Gut, hat sich erledigt. Wo ist eigentlich mein Abschlepper? Der müsste doch auch schon hierher unterwegs sein, oder nicht? Oder hat das wieder nicht geklappt? 22. Mit dem TLF hier. Ach ja, meine lieben Freunde. Guck mal, der Blitzer blitzt fröhlich vor sich her, auch wenn da keiner lang fährt. So. Ich brauche einen Abschleppwagen. Hol mir mal bitte einen. Der kommt jetzt von da oben. So. Zack, zack, ab dafür. So, der braucht natürlich jetzt eine Ewigkeit, weil der ohne Sonderrechte unterwegs ist. Aber wie komme ich denn jetzt hier voran? Ziehfix. Ja, einmal Wasser rauf, ne? Oder was? Ich glaube, das ist... Umleiten auf der Autobahn nicht möglich. Umleitung. Ah, Pef. Bah, cool. Du machst mal Umleitung. Auf dem Weg. 22. Sehr schön. So, du jetzt nach da. Bin unterwegs. Höre. Das ist geil, das wusste ich gar nicht. Ah, fuck, 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 fuck. 22. Jetzt bleiben die da stehen. Oh, nö. Was gibt's? 22. Jetzt muss ich hier aber dicht machen, nicht, dass die da wieder rauffahren. Das wäre sehr bitter. Das wäre richtig bitter. Also hole ich mal lieber noch einen Streifenwagen. Hier so einen schönen bunten. Das ist... Also ich verbinde ja diese gelben Streifen immer mit der Autobahnpolizei, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hier, daher, dass mein Dörfchen an der Autobahn liegt. Ja, leg das mal ab. Was kann ich denn da jetzt machen? Objekt aufheben. Geht auch nicht. Brauche einen Abschlepper. Ich kann wetten, dass ich die wegholen muss. Und dann ganz einfach das geht. Um was? So, hier bleibst du hier. Mann, 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 das ist ja langweilig. Wieso wollt ihr alle Gefahrguteinsätze sehen? Ich finde die ja dezent langweilig. Also den hier jetzt zumindestens. So, wenn da wirklich was los ist, ist das ja kein Problem und so, aber... Weiß nicht. Ich kann den ja auch nicht einfach wegnehmen. So, ich werde mich da jetzt mal... Also nicht mit Wasser löschen. Womit denn? Womit denn bitte? So, könnt ihr euch... Nein, also rüstest... Du gehst jetzt in den Rhein. Ihr fahrt da jetzt ran. Du positionierst dich hier. So. So, absitzen. Du? Kann man unter PA schneiden? Ich glaube nicht. Schere. Ach. So. Gut, dann nochmal weglegen. Du steigst da wieder ein. Du fährst ein Stück zurück. Hopp, 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 hopp. Und jetzt holst du dir eine Schere. Das ist ein bisschen sehr dicht, aber ist ja egal. Gut, wo ist der Rettungswagen?
Der parkt hier unten, okay. Ich brauchte ja mal zwei RTWs und einen NEF. Ich habe viel zu lange gewartet. Ja, schön, dass ich jetzt auch herausgefunden habe, dass ich die... ja, aber da könnten doch Funken bei entstehen, die unschön sind. Oder nicht? Lies mal bitte die Tafel ab. X423. Warte mal, ich habe eine Gefahrgut-App. X423. Ich guck mal, was das für ein Gefahrgut ist, ob das echt ist. X423. Gibt's nicht. 423 gibt's auch nicht. Ha. Entzündbarer fester Stoff, der heftig mit Wasser reagiert, wobei brennende Gase entweichen. Keine Löschversuche mit Wasser oder Schaum. Weiträumig absperren. Das bringt mir auch recht wenig, muss ich sagen. Ah, ich finde gut, dass die Umleitung hier recht gut funktioniert. Das finde ich cool. Funktioniert das hier auch? Naja, eher minder prächtig. Geh du mal dahin. Und versuch die mal umzuleiten. Fahrzeug herauswinken. Das ist gar nicht umleiten. Ach so, ach so. So, ihr fahrt mal da runter, bitte. Du nimmst jetzt einfach mal nicht das Auto mit. So. Dann schnippel mal und du... Was machst du da? Lauf da hin. So, du holst den da weg. Muss ich so wenig Leute im Gefahrenbereich wie möglich. Zwar ein ganzes Auto, aber nur zwei Leute. Ach ja, herrlich. So, dann hole ich mal direkt den Schlepper her. Weil der kann den direkt abtransportieren. Fahrt ihr da jetzt mal runter, bitte? Danke. Nein, hier rüber. So, du bringst den nach da zum Rettungsdienst. Das ist ja spannend. Spannend. 20 Minuten. Irgendwie gefällt der mir nicht. Der Einsatz hier. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Ha, ja. Der lebt noch. Ist er raus? Hat er ihn noch nicht raus? Nee. Aber Hauptsache, bei so einem Unfall geht erstmal die Klappe hinten auf. Das ist das Erste, was die Klappe macht. Die sagt, nee, ich will da runter. Ich kann das nicht, sagt sie sich. Ja, das geht. Weiter vorrücken. Rauswinken. So mache ich mir die Autobahn frei. Das ist ja herrlich. Das ist ja geil. So mache ich mir also die Autobahn frei. Können die sich eigentlich auch Warnwesten oder so anziehen? Nö, ne? Gut, ja, bei euch ist jetzt egal. Wink mal, versuchen wir den ja noch rauszuwinken. Auf dem Weg. Hm, gut, denn nicht. So, hast du ihn raus? Ja. So, zack, weg damit. Höre. Ja, okay, so einfach hätte man sich auch denken können, aber darauf komme ich natürlich nicht. Wird ausgeführt. Ich werde hier nach noch einen Gefahrguteinsatz, ja, der kommt Dienstag und Donnerstag jetzt ein Gefahrguteinsatz. Was haltet ihr davon, ne? Bin unterwegs. Mal sehen, was das wird. Die ist ja gar nicht an, die Tafel. Mach die Tafel mal an, da müsste doch ein Ausrufezeichen drauf sein hier, so ein Dreieck. Ah, jetzt, das Blaulicht war aus. Okay. Hier ist jetzt auch übel der Verkehrsstau. Übel. Okay, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Sehr schön. Ablegen, du holst dir mal deinen Koffer. Kann ich den abschleppen lassen? Nee. Schieß mal drauf. So, du fährst den. Die leben beide noch. Beide sogar noch ein sehr guter Zustand hier. So, wo ist er denn jetzt? Kannst du da jetzt mal rauskommen aus deinem Gebüsch? Alter, lecko mit mir. Ja, nee. Die Back... Gut. Gedebuggt. Alarmier mal hier hin. Schön, dass sie hier so einen Verkehrsstau verursachen, ne? Ah, die Autobahn leert sich.
Aber habe ich die eigentlich immer noch komplett gesperrt? Tatsächlich. Kann ich eigentlich auch wieder freigeben, ne? Die ist das. Übel die Verstopfung hier. Ich habe übel die Verstopfung. Was gibt schon unterwegs? Das ist geil. Das ist geil. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Okay, Notarzt, wir tauschen mal die Rollen. Weil guck dir den mal an und guck dir den anderen mal an. So, RTW kommt auch. Sehr schön, dann kann RTW direkt... Ah ne, falsch. Da muss er... Da ist RTW. RTW fährt dann mal direkt hier. Hä, wieso fahren die denn... Wo... Ah ne, ist die andere Spur. Ich bin doof. Falsch, du bist... Falsche Spur. Ich wollte gerade sagen, hä, wie kommen die denn dahin? Aber nee, ist andere Spur. Hast ja recht. So ist schön. So, du holst dir die Trage. Ich hoffe, das geht. Steht jetzt zwar gleich im Auto drin, aber das müsste eigentlich funken. Habe ich hier eigentlich irgendwo was zu trinken? Und ich bin mittlerweile schon bei, keine Ahnung, 20, 25 Minuten Einsatz hier. Das geht ja gar nicht. Das schneide ich denn heute noch gleich? Oder haue ich morgen noch gleich eine raus? Am liebsten würde ich ja noch eine aufnehmen. Wie spät ist denn das? 23.30 Uhr. Naja, ich kann bis um 10 pennen, also reicht das, wenn ich um 2 ins Bett gehe. Zählt das bloß kaum. Was gibt's? Sehr schön hier. Es funktioniert echt gut. Muss man ja mal sagen. Achso, ihr könnt die CSAs übrigens wieder ablegen. Ist der andere? Da. Du kannst den CSA auch wieder ablegen. Nee, du kannst erstmal die Axt ablegen. Und dann kannst du dir wieder stinknormale Sachen anziehen. Stinkende und normale Sachen. So, wo ist jetzt das RTWchen? Da. Und hier, ich glaube, ich habe eine Mücke. Mein Bein ist zerstochen. Sehr schön. Also. Also, Hashtag. Nee, nicht Hashtag. Bin ich doof. Ja, Hashtag bin ich doof. Hashtag der Folge. Hashtag bin ich doof. Notarztbegleitung erforderlich, geil. Denn du da rein? Du dach da drüben, du Held des Lebens. So, ab ins Krankenhaus mit dir. Braucht er nochmal ein zweites NEF? Ich hol das Dreier. Kommen die hier hoch? Wo fahren die lang? Hä, wo ist der hin? Ist der da hingesprungen oder was? Ach, frag mich nicht. Ach, frag mich nicht. Ach, frag mich nicht. Der NA steht da auch noch. Warte mal, hier, Auto, warte mal. Warte mal. Dein Notarzt steht ja da noch. Wird umgehend durchgeführt. Okay, halb so wild, bleibt er halt da. Hier lang. Und außerdem ist das gar keine Autobahn, sondern eine Kraftfahrtstraße, also eine Schnellstraße. Mann, 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 Leute. So, dieser Einsatz macht mich irre. So, Status 2. Status 2. Status 2. Status 2. Status 2. Nee, Stöppchen, Mann. Du musst erst den noch aufnehmen, bevor du hier Status 2 machst. Müssen da nicht drei drauf sitzen? Nee, da sitzen bloß zwei drauf, ne? Ja, komm, steig ein. Status 2. Hier oben ist schön Verkehrsstau. Ist das geil. Ist das geil. Die fahren auch schön hier lang, ne? Ist echt cool. Romeo. Höre, auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. So, geschafft. So, du holst dir den da. Ist der noch voll, ja. Du bist doch noch voll. So. So, Spur 2 können wir eigentlich wieder freigeben. Einmal Status 1, bitte. Dann einmal bitte nach hier hinten. So, du Status 2, du da rein.
Ach, guck mal, jetzt ist das der NA auch weg. Ich brauche ein NA, denn Intensivbett muss angemeldet werden. Status 2. Ah, ich brauche noch. Ich brauche noch. Dich brauche ich hier immer. Ah, mein Hintern. Schlimm. Pool 1, MTW 1. Wo bist du da? Schon unterwegs. So. Ja. So, herauswinken. Bin unterwegs. Herauswinken. Hallo? Mich? Ach, komm schon. Kann ich dir annehmen? Höre, bin unterwegs. Schon unterwegs. Ach, Mann, ey. Wird umgehend durchgeführt. Jetzt parkt der ein und jetzt... Pass auf. Oder auch nicht. Ja, bin unterwegs. Jetzt steht er und macht gleich plopp und springt darüber, theoretisch. Zack. Und dann... Da steht er. Sehr schön. So. Du kannst schon mal die Hütchen einsammeln. Du holst hier ein Abschleppauto. Du fährst einmal bitte nach hier oben. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Schon unterwegs. Du fährst nach hier. Höre, auf dem Weg. Da parkt wieder einer ein. Mitten auf der Straße. Ah, wunderschön. Wo fährt der jetzt eigentlich? Wo ist der? Da, na toll. Oh Mann, ey. Komm hier, stell dich mal davor und mach mal Umleitung. Was ist da noch los? So, die... ja, die Autobahn kriege ich, glaube ich, nicht mehr frei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sperre jetzt einmal... Einfach einmal komplett. Die Spur ist gesperrt, alles gesperrt. So, Autobahn leer fegen, nennt sich dieses Projekt. Und ja, jetzt lassen wir noch den Umsteigen hier. Was gibt's? Auf da rein, mehr brauchen wir nicht. Status 2. Ihr beide geht da mal auf der rein. Baut den ab. Und du einmal. Du fährst mit Blaulicht hinterher. Verkehrschaos! Status 2 für dich. Ach, scheiß drauf. Ich lasse die Autobahn jetzt einfach mal so, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich lasse sie jetzt einfach mal so. Das hier. Das gibt sich. So, du kannst auch Status 2 machen. Ich habe im kleinen C einen wunderschönen Mückenstich. Finde ich gut. So, dann hänge ich jetzt direkt den zweiten Gefahrguteinsatz hinten ran. Wir haben jetzt eine halbe Stunde für den hier gebraucht. Der zweite folgt sogleich. Also, heute ist Dienstag, wenn diese Folge rausgekommen ist. Und am Donnerstag kommt die nächste. Gut, bis dahin, ciao, ciao und haut rein, Leute.